Ich hasse mal ihre Lurks. Ich hasse ihre Lurks. Hier sind auch noch Leuchten. Fuck. So, wir verziehen uns mal ganz schnell. Scheinen uns nicht zu folgen. Hier haben wir wieder auf unsere kleine Knarre. Wobei, die brauchen wir im Moment eigentlich echt nicht benutzen. Wir können momentan wieder auf die hier gehen. Wir werden ja bald genug Gelegenheit haben, die andere Muni zu verballern. Dann können wir lieber mit was Ordentlichem in Anführungszeichen spielen. Auf der anderen Seite ist das Ding natürlich auch nicht schallgedämpft. So, wir warten jetzt ab, dass der Vertibird nach unten kommt. Und viel schon für uns erledigt. So. Ich hoffe einfach mal, dass wir gleich wieder versteckt sind. Ja, es wird besser gerade. Eine Spitamine. Alter. Ah, ist doch bestimmt wieder eins von den Autos, das in die Luft gegangen ist. So, wir müssen wieder was Leckeres essen. Butterkorn haben wir immer genug dabei. Glücklicherweise. So, ich sehe nur gerade leider keinen Gegner. Lässt sich aber bestimmt irgendwie regeln. Ah ja, Mutanten, Super Mutantenmeister. Wie war das? Alt. Da also, okay. Das hat ihm wenigstens schon mal ein bisschen wehgetan. Er hat also gemerkt, dass er angeschossen wurde. Soll auch gerne mal rauskommen, der Typ. Möchte nämlich eigentlich nicht so gern zu ihm rein. Achso, ne, das ist ein Paladin. Sollten wir vielleicht nicht abschießen. Ansonsten sehe ich auch absolut niemanden. Nein. Ich möchte nur auf den Kopf bitte ballern. Ja. Die Chance, den zu treffen, scheint ja gerade nicht wirklich zu steigen. Zum Glück füllen sich unsere AP jetzt mittlerweile ziemlich zügig auf. Setzen wir dem jetzt noch immer ein bisschen zu und dann ist gut. Fuck. Er hat das Ding zerstört. Das wollte ich eigentlich vermieden haben. Oh, haben wir ihn. Nee, wir treffen gerade nur diesen dummen Pfeiler. Weil wir zu blöd sind, dran vorbeizuschießen. Komm, den letzten Schuss will ich ihm geben. Fuck. Das wollte ich doch machen. Alter, geil. Gesäubert. Cool, wir haben fast gar nichts gemacht. Wir haben nur den Typen hier erschossen eigentlich. Der Rest war komplett die Bruderschaft für uns. Ach, es waren Selbstmörder, deswegen sind hier auch gleich so viele mit draufgegangen. Die sind auch teilweise ein bisschen dumm, würde ich sagen, ne? Die rennen ja in ihre eigenen Leute einfach rein und puff, um einen Gegner mitzunehmen. Ah, die haben ein bisschen zu viel Allah Akbar im Blut. Okay, so, das haben wir erledigt. Das heißt, wir können wieder zum Ridder gehen. Der wird uns eine neue Stelle sagen können. Bin ich mir ziemlich sicher, an der wir wieder ein wenig säubern sollen. Vielleicht kriegen wir auch gleich direkt Unterstützung von der Bruderschaft mit dabei, so wie eben. Das wäre irgendwie ganz nett. Haben wir weniger Arbeit. So, hören wir mal rein hier. Schauen mal, was uns erwartet. Ladebildschirme dauern auch irgendwie immer länger, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht warum. So, es sieht immer aus, als wäre der nackt, der Typ. Wegen seinem komischen Anzug. Und es macht natürlich Sinn, das Kopfkissen auf den Kopf zu legen. Also normalerweise legt man den Kopf auf das Kopfkissen. Du bringst aber naja. Gute Neuigkeiten. Klar, Chef. Genau das wollte ich hören. Hier, das bekommst du noch. Solange es die Bruderschaft gibt, haben diese Monster keine Chance. Wenn du bereit für eine weitere... Vielen Dank.
Ich bin bereit. Besser ist bereit. Ich markiere den Ort. Aha. Wir sehen uns, wenn das Ziel gesäubert. Alles klar, Chef. So. Big Johns Schrottplatz. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Was mussten wir denn für die da machen? Für die andere? Auf Befehl von Ältester Maxon werden sämtliche Formen von Technologie konfisziert. Die Suche nach dem Artefakt kann genauso gefährlich sein wie der Rücktransport. Es darf auf keinen Fall beschädigt werden. Ach ja, wir sollten, glaube ich, für die sollten wir, glaube ich, diese in so eine Technologie einsammeln, ne? Hier so dieses irgendwas mit Kondensator, glaube ich. Irgendwie so. So, war das nicht hier Reflexkondensator-Technologie, siehst du? Das war's. Aber wir machen erstmal ein bisschen Remi-Demi und dann können wir in Ruhe noch Sachen sammeln. Wir müssen unsere Brüder unterstützen. Boah, Alter, was geht denn hier ab? Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll, weil hier überall... Hier sind Supermutanten und ein Wichser mit einer Atombombe hinter mir. Hier müsste der... Ja, das habe ich mir gedacht, dass das der Supermutanten selbst nur da sein muss. Erinnern wir noch mehr. Irgendwie mache ich denen keinen Nahkampfschaden. Komisch. Boah, sind so viele. Überall. Da hinten ist einer mit einer Minigun oder einem Sturmgewehr. Ich weiß noch nicht genau. Irgend sowas. Fuck, hier verrecken meine Bruderschaftsmitglieder. Aber das Ding macht auf jeden Fall guten Damage. Unsere Schrotflinte hier. Na, wo ist er? Weiß nicht, wo er hingelaufen ist. Die Bruderschaftsleute sind, glaube ich, alle schon tot. Boah. Ist gerade echt ein bisschen zu viel los. Na toll. Wir werfen hier mit ihren Granaten wieder durch die Gegend. Da ist wieder Granatenköpfe. Wow, 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 entspann dich. Fuck, wenn der Typ jetzt so auf uns zukommt. Ne, ich glaube, du stirbst erst. Ich glaube, da bin ich gerade im richtigen Moment weggerannt. Ich hätte gehofft, dass das ein bisschen mehr Schaden macht, aber ich habe kein Glück. Das Ding ist zum Glück sehr, sehr präzise hier, was wir gerade benutzen. Da. So, einfach mal aus der Seite noch weggeschossen. Zerfetzende Minigun. Bitch. Ist ja auch cool. In der Zeit können wir jetzt komplett nachladen und alles einsammeln, was hier herumliegt. Schnelle Soforthilfe.
Jetzt One-Shot, cool. Komm. Die Waffe ist immer Verlass. Das ist ganz gut. Boah, war das viel. Alter. Meine Fresse. Das muss ich schon sagen. Das war jetzt ziemlich viel. Da waren Gunner, glaube ich, auf der rechten Seite irgendwo noch. Hier überall liefen die Supermutanten durch die Gegend. Dogmeat hat anscheinend was gefunden. Ja, was denn? Führ mich hin. Führst du mich jetzt im Kreis oder was? Hey. Alter, warte mal. Wie geht's dir, Kumpel? Oh, das wollte ich nicht. Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Egal. Nein, nicht egal. Das meinte ich nicht. Ich hab mich aus Versehen angeschossen, ich Depp. Dogmeat hat nichts gefunden. Ah ja. Toll. So, ich sehe schon, da vorne ist ein schönes Gebilde. Gucken wir uns mal an. Ich frage mich nur, wo Big John ist, weil das ist sein Schrottplatz hier. Heißt ja wohl nicht umsonst Big Johns Schrottplatz. Dachte ich mir jetzt so, ne? Keine Ahnung, ob es trotzdem einfach nur so heißt. Oder ob vielleicht der Typ, der hier das mal betrieben hat, Big John hieß. Oder etwas in der Richtung. Oh, erhaltet darauf bessere Preise, wenn du beim Händler kaufst. Geil. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Zeug. Gut, sehr schön. So, bring die Bläflingdrüse zu Dr. Duff. Müssen wir auch noch machen. Dr. Duff, stellt die nicht das Bier her? Der musste sein, sorry. Okay. Obwohl man sie leicht mit Zombies verwechseln könnte, sind wilde, gule, grauenhaft verstrahlte Menschen, die nach dem Verrotten ihrer Gehirne dem Wahnsinn anheimgefallen sind. Toll! Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt. Das ist ja auch die einzige Stadt, die du je gesehen hast. So. Splittergranate kommt auch da rein. Aber wir finden momentan wieder ziemlich viele Sachen. Eine zerfetzende Minigun. Ach, guck mal. Da haben wir die auf Hochleistung. Das ist das, was wir theoretisch ist. Genau die, die wir bräuchten. Warte mal. Das Präzision maximiert. Lasergewehr. 124 Damage. Das ist die erste, die besser ist als das hier. Aber für kritische Treffer fühlt sich 15% schneller. Also die macht mehr Damage auf Crit und so. Die werden wir trotzdem behalten, die andere. Die andere Waffe werden wir hier auf jeden Fall da behalten. 50 Feuerrate. Auch 50, okay. Das behalten wir, das Ding behalten wir auch. Der Rest kommt hier wieder in unseren guten alten Sammelcontainer. Für die Armen. Naja, eigentlich ganz nicht. Das ist so ein bisschen gelogen. Aber egal. Das kommt auch noch weg. Und das kommt auch noch weg. Dann müssen wir noch einmal Schrott ablegen. Und dann können wir noch eben schnell ein paar Mutantenhunde keulen. Beziehungsweise, ne, wir essen Köterkeulen. Das reicht. So, hier so speichern tue ich auch nochmal. Und dann können wir direkt wieder zu dem guten alten Kollegen hier unten latschen. Dem erzählen, wie toll wir ganz alleine dieses Lager auseinandergenommen haben. Und ich habe mir für diese Aufnahme vorgenommen, Level 40 zu erreichen. Und ich glaube, so ganz unrealistisch ist es nicht. Ich habe mir extra das Ziel relativ hoch gesetzt. Eigentlich. Aber ich glaube, wir könnten da sogar tatsächlich heute hinkommen. Ich wollte so circa 2 Stunden insgesamt aufnehmen. Mal gucken, ich bin jetzt bei, ja gut, 1,5 ungefähr so. Muss man nicht alles immer so ganz genau nehmen. Ich glaube, der ein oder andere freut sich auch darüber, wenn er mir eine Minute länger beim Bullshit-Quatschen zuhören kann. Also, bist du fertig oder was? Du musst fragen. Musst du noch fragen? Ja, ich muss fragen. Hier, das bekommst du. Wir bekommen ständig neue Aufgaben. Wenn du dich sammeln. Ja, ja. Ich bin bereit. Gute Antwort. Ich bin bereit. Hier ist das neueste Zielgebiet. Aha. Ich will dich erst wieder sehen. Wir werden so, das ist sowieso immer gleich, deswegen Wilson,
Atomatoys, Firmenhauptsitz. Das haben wir definitiv noch nicht komplett durchsucht. Das heißt, da kommt jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Sammlerei auf uns zu, wenn wir das machen. Wir können auch erst den anderen einmal weitermachen, ne? Reflexkondensator-Technologie. Hier rausholen. Aber da haben wir ja auch noch nicht fertig, ne? Ja, es kommt wahrscheinlich auf selber raus. So oder so. Willst du ein Atomator? Ach, da waren wir aber noch nicht. Nee, dann nicht. Dann machen wir was anderes. Proktor Tiegen. Da müssen wir dorthin. Komm, wir reisen mal nach Vault 81, holen uns die Knarre. Ich weiß, dass es hier irgendwie eine Knarre geben soll und das ist halt die beste im Spiel. Die können wir uns ruhig mal besorgen. Ist auch ein Kampfgewehr, wenn ich mich nicht völlig täusche. Und hier sind halt tatsächlich interessanterweise noch lebende Vault-Bewohner, sag ich mal. Also hier ist tatsächlich eine Vault, die besiedelt ist, ne? Und zwar nicht irgendwie von Raidern oder so einem Scheiß, sondern von den ursprünglichen Familien, sag ich mal. Irgendwie so. So. Aktivieren wir mal hier die Türsteuerung. Alles klar. Stehen bleiben. Öffnen wir den Weg zu Vault 81. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ich bin aus Vault 111. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich bin auf der Suche. Lass mich rein. Kreuzverhör. Ich bin auf der Durchreise. Ich bin auf der Durchreise. Ich wollte mich nur umsehen. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen dir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Einem Vaultbewohner helfen? Fuck, wir können hier gerade nicht weg. Okay, dann müssen wir kurz neu laden. Wir brauchen auf jeden Fall unseren Anzug. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das nicht brauchen, gerade mal. Und dass er uns schon auch irgendwie so reinlässt. Aber nun gut. Da müssen wir wohl als Smart Guy einmal ran. So, laden wir auf. So, auf nach Vault 81. Schauen wir doch mal. Diesmal wird das Gespräch, glaube ich, etwas besser laufen für uns. So, am besten speichern wir auch direkt hier vor nochmal. Müssen wir nämlich nicht gleich wieder den ganzen Weg hier hinlaufen. Falls wir nochmal laden sollten. Aus irgendeinem Grund. Stehen bleiben. So. Vault 81 Sicherheitsdienst. Klar. Vault 81? Vault 81. Euch gibt es tatsächlich noch? Ja. Ziemlich scharfe Beobachtungsgabe. Was ist mit dem Pip-Boy? Warum interessiert dich mein Pip-Boy? Am Eingang hier kommen viele Plünderer und Händler vorbei. Es will doch jeder den roten Knopf drücken. Aber du bist der Erste, der es mit einem funktionierenden Pip-Boy versucht. Wo hast du den her? Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Soll das etwa ein Kreuzverhör sein? Das nennt sich Protokoll. Meinst du, wir lassen jeden rein? Denk scharf nach. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem... Wirklich? Nun, wenn jemand rein will, kann... Oh. Tut mir leid, Offizier. Neuankömmling. Aber ich bin auch ein Vault-Bewohner. Könnt ihr mich nicht reinlassen? Entschuldigung. Bevor du kamst, hat er gesagt, dass er aus Vault 111 kommt. Und er besitzt einen funktionierenden Pip-Boy. Ist das so? Komm schon. Ich werde ja, es ist so. Edwards, öffne die Tür und mach die Durchsage. Offizier Edwards yes. Und ich treffen dich am Eingang. Nice. Sprich mit Aufseher McNamara.
So, wir können ja ruhig hier als Smart Guy herumlaufen. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.